On the Way with Sven. Oh Mann, der Erfinder von Bäcker gehört erschlagen. Morgens um 6 in Frankreich. Guten Morgen miteinander. So, bevor wir jetzt die Reise antreten, mache ich euch noch die technischen Gegebenheiten hier. Ich blende euch mal auf jeden Fall das Buchfoto ein. Da könnt ihr sehen, was auf mich zukommt, und ich zeige euch auch gleich noch das Tracking. Bevor ich aber das Tracking zeige, ist es dann so, das ist mein kleiner Rucksack. Und was besitzt dieser Rucksack? Alles, was so ein bisschen lebensnotwendig ist. Also in dem Fall habe ich die Ladegeräte drin, weil der Rucksack, den ich jetzt transportieren lassen werde, kann auch einen Tag verspätet ankommen. Da sind wir mal gespannt darüber, aber hier drin erstmal 2 Flaschen Wasser. Dann habe ich drin eine Regenjacke, ganz logisch. Ich habe mich auch sonnengecremt, ist auch wichtig, weil laut Wettervorhersage sollte es jetzt eigentlich gerade regnen, tut es nicht, und gestern ging es dann auch auf, obwohl es 100% Regen ist. Also Wetter kann man nicht richtig voraussagen. Regenjacke, Lunchpaket auf jeden Fall, weil auf der ganzen Reise gibt es theoretisch nichts, außer es kommt vielleicht eine Überraschung, aber in Orison werde ich frühstücken. Das heißt 6 Uhr, 7, 8, halb 9 hoffe ich mal, dass ich oben bin. Für 7,5 Kilometer kann man bis zu 3 Stunden brauchen, das werdet ihr dann noch erzählen. Und dann werde ich dann die Beschreitung vorhin machen. So, die Reise geht jetzt los. Mitten in der Kurrente Nacht, sagen wir. Und wir machen jetzt die Pimentenversteigerung. Ich mache jetzt noch alles der Laden dicht und dann gehe ich runter. Und der Auslauf, den werden wir mit Speedy hier dokumentieren. Und dann werden wir aufsteigen. Aber es ist eh Nacht. Mal gucken, was man sieht. Huhu, seht ihr mich? So, jetzt geht's raus aus der Stadt. An den Straßenlaternen. Das werden wir dann jetzt gleich nicht mehr haben. So, das ist die schöne Gasse. Jetzt geradeaus auf Route des Michel D301. Findet den Weg. Nein, Speedy zeichnet auf hier oben und Komoot den Weg findet. Weil es wird ja danach dunkel. Aber Mond. Ja, Mond. Also ich kann nicht gegen einen Baum laufen, theoretisch. Ja, da kommen sie angerast, die vielen Autos gerade heute, die quasi jetzt alle Pilger nach oben bringen. Wobei, man darf es ja nicht verfluchen. Also normalerweise ist es so, dass man nach Orison laufen kann.
Häusern, ja, nach Häusern laufen kann und dann sich abholen lassen kann, hier runter wieder in der Herberge und dann nach Horizont wieder hoch kann. Also wird hochgefahren. Ja, die Sonne kommt so langsam, wie ihr seht. Nicht die Sonne, sondern das Licht. Ja, jetzt kommt eine berühmte Stelle. Für mich zumindest damals und wird es heute auch sein. Das da oben ist Rundhorn. Ja, was soll das? Und da gibt es jetzt quasi hier einmal rechts und einmal links die Kirche runter. Und das war das erste, was ich mir gemerkt habe. Dort habe ich richtig das erste Mal Schnappatmung bekommen. Jetzt schauen wir mal, wie es diesmal ist. Ich werde Speedy einschalten. Für die, die den Weg gegangen sind, die wissen, was ich meine. Aber der harte Teil kommt ja dann noch. Nur, dass ihr hier auch einen Eindruck habt. Hier meine Laufgeschwindigkeit und meine Atemtätigkeit. Nicht vom Sonnenaufgang ablenken lassen, mir in die Augen schauen. Ja, und wenn man dann hier hochkommt, auf das Speedy seht ihr dann, wo ich halte, ist es sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ganz klar, eine etwas ausgiebige Pause zu machen für alle, die den Jakobsweg starten, weil spätestens hier ist eure Energie raus. Und beim Hochgehen macht Pause. Glaubt mir, das ist der Anfang. Das ist nur der Vorgeschmack für den Tag. Ja, schöne Stelle. Übrigens hier noch ein wichtiger Hinweis. Hier gibt es eine Toilette.
Toiletten sind auf dem Weg etwas rar. Ich habe sie getestet, sie hat funktioniert. nachdem morgens ja noch nichts ging. Toiletten sind relativ rar, das heißt hier Horizont. Und dann seid ihr oben in der Steppe und ich sage euch ganz ehrlich, da geht nichts. Da ist nicht mal ein Baum, wo man sich verstecken kann. Aber das werden wir dann noch sehen. Ich will euch bloß ein paar Tipps geben. Hier wirklich eine schöne Pause machen, weil jetzt kommt der härteste Teil meiner Meinung nach. Die Leute wissen, es sind jetzt bis zu 48% Steigung. Und wenn man jetzt ein bisschen Energie getankt hat und vor allem Wasser nachgetankt hat, alles gut. Auf dem Weg, wo ich jetzt auf der Toilette war, sind hier einige vorbeigehuscht. Die wären dieser Information sehr dankbar gewesen. Aber ich will nicht klugscheißen, sondern ich will nur den ein oder anderen Horrortrip vermeiden, die spätestens in Pamplona einen Pausentag machen müssen, weil sie kaputt sind. Und das ist nur dieses Stück hier. Und jedem, den ich die Angst nehme, diesen Jakobsweg zu gehen, bin ich glücklich drüber. Weil das ist meine Mission, glaube ich. So, jetzt, hier sind wir an der schönen Aussichtsstelle. Es geht noch mal ein Stück hoch und dann müssen wir auch schon in Horizont sein. Dann gibt's Frühstück, aber schöne Aussicht. Schaut euch das an. Wow. Ne? Wetter macht auch noch mit. Der Planet sticht nicht und ist leicht bewölkt. Wow. Und schon die ersten Deutschen kennengelernt. Yeah. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man oben ist, kann man runter gucken. Schaut mir in die Augen und nicht da hinten das Panorama. Jetzt rechts halten. Hey, Kamera, bleib hier. Oh. Weed, weed.
Und hier ist die tragischste Stelle von allen. Man sieht nichts, man meint, man muss hier noch weiterlaufen. Und dann, wenn man um die Kurve kommt, ist plötzlich das Paradies da. Man nennt es dann plötzlich Horizon. Immer noch nichts. Unfassbar. Das haben sie echt gut versteckt. Jetzt kommt's. Hey Leute. Die wichtigste Position zum Pause machen. Hier gibt es jetzt Frühstück im schönen Sonnental. Übrigens, ich zeige noch mal die Aussicht. Das ist schon außergewöhnlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier gibt es jetzt wunderschönen, ihr wisst ja, Coca-Cola Zero und Café Olé. Heute noch Café Olé, ab morgen Café con Leche. So, nun geht's weiter. Ricola im Mund. Ihr kennt mich ja. Also von Horizon, genau. Horizon geht's jetzt weiter. Und im Grunde genommen geht's jetzt relativ eben rüber. Das heißt, hier verschwindet dann auch gleich die Panoramasicht. Das heißt, da gibt's nicht viel zu sehen. Ich guck mal. Ich mache zwischendrin ein paar Filmchen und ein paar Fotos. Aber es gibt eine Stelle, die Profis kennen es, mit der Hammeraussicht. Da bekommt ihr Luxusaussicht von mir. Weil eins muss man sagen, wir haben so Glück mit dem Wetter. Hey, das ist ein Geschenk. Schaut euch das mal an, das Wetter. Hammer. Und nicht vergessen, ich habe mich gestern schon eingecremt. Achso, noch kurz der Hinweis. Angekommen um 8.30 Uhr. 9 Uhr laufe ich jetzt los von Horizon. Übrigens hier noch eine wichtige Information. Dieser Baum hier ist my best buddy. Unter diesem Baum habe ich damals den ersten Jakobsweg verbracht, weil Horizon voll war, was halt immer so ist. Also hier wurde meine erste Nacht auf dem Jakobsweg nächtlich begossen, beschlafen. Quasi. So, Entschuldigung, atme ein bisschen. Es geht ja auch schließlich bergauf. Aber Jason hatte gemeint, irgendwann mal kommt die Vegetationsgrenze. Hier sind noch Bäume. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch Steppe. Also, hier kommen wir tatsächlich zum ersten Mal in die Vegetationsgrenze. Dahin fängt sie an. Wow. Hier ein schönes Beispiel. Auch die Herren hier haben am Strampeln hier auf dem Weg nach oben. Übrigens, sie fahren E-Bike. Auch ein E-Bike kommt hier an seine Grenzen. Immer noch sehr faszinierend. Die freilaufenden Pferde hier oben. Übrigens haben die Pferde Kuhglocken. Wie nennt man das dann? Pferdeglocken oder? Weiß man's? Also Pferdeglocken. Ah, hier ist das Konkurrenzprodukt zur Husqvarna. Das sind ganz viele Rasenmäher. Ganz viele Rasenmäher. Rasenmäher. Richtig, sag mal. Mäh.
vergessen und es ist sehr windig. Irgendwie bin ich in diesem Jahr etwas verwirrt. Das Problem ist, irgendwo müsste doch eigentlich die Schutzhütte sein. Und vor der Schutzhütte kommt jetzt ein Foodtruck. Ja gut, ich meine, Kaffee kann man auch mal trinken. Schaut mal an. Falls ihr mich versteht durch den Wind. Jetzt habe ich sie gefunden, die Schutzhütte. Da ist sie, da hinten. Na, da wollen wir doch hin. Jetzt gucken wir mal hier. Den gibt's hier. Tut mir leid, ich muss jetzt was sagen. Dieses hier an der Hütte, hier, ich mache euch gleich einen Screenshot, hier quasi, diese Stelle hier finde ich die imposanteste Stelle auf dem kompletten Jakobsweg. Warum? Weil man hier schon den größten Teil der Pyrenäenübersteigung hinter sich hat. Es geht nur noch um den Anstieg, aber aufpassen. An dieser Stelle hier hat man eine Aussicht, die ist abartig. Das heißt, für diese Stelle habe ich mir jetzt tatsächlich, Achtung, eine Dose Coca-Cola Zero aufgehoben, die wir jetzt gleich zusammen köpfen werden. Quasi mein Shampoos. Jetzt hoffe ich, dass der Wind nicht zu arg stört. Und wir werden uns 5 Minuten hinsetzen. Zusammen. 5 Minuten die Aussicht genießen. Die kriegt von mir die 360 Grad Kamera eingestellt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und die meisten Pilger habe ich schon geholt. Das sind jetzt von mir 3-4 Stück. Aber in 40 Metern an der Gabelung rechts halten. Später. Jetzt hoppen wir uns erstmal hier hin. Schatten der Schutzhütte. Hier ist die Schutzhütte, die übrigens Internet hat. Und ich schalte jetzt die Kamera ein. Ich wünsche euch viel Spaß. Boah, wäre es ein bisschen klarer, nur ein bisschen klarer, dann hätten wir die Aussicht wie damals. Aber es ist nicht ganz so perfekt. Aber es ist viel Spaß. Wir hocken uns hin. So, es ist soweit, der Sack wird geöffnet.
Ja. Dose ist leer. Und ich weiß nicht, ob es 5 Minuten waren, aber... Boah, müsste reichen. Hey, warum machst du denn scharf? Was habe ich für eine Kamera? Moment. Hallo, Kamera? Scharf machen? Ist zu heiß geworden, oder was? Hat die jetzt... Jetzt ist scharf, scharf, unendlich, unendlich. Ja, genau. Ich wollte euch zeigen, da hinten, das ist abartig. Ich hoffe, dass der Kontrast das mitmacht. Ist wirklich eine ganz tolle Sicht. Habe ich euch schon gezeigt, wie toll die Aussicht von den Pyrenäen sind. Also da an der Spitze des Steins. Auch der Stein hat hier seine Berechtigung für seinen Auftritt. Stein, zeig mal, wo die Aussicht ist. Da. Wow. Ja, jetzt hier noch ein kleiner Aufstieg, also quasi Pity Hill ab. Und dann geht es auch schon hinten runter. Yes! Und dann müsste auch die Landesgrenze kommen. Oder habe ich die verpennt? Gerade zwei einheimische Damen vorbei, kommt die erste, hola, dann sage ich zur zweiten hola, dann sagt sie Bonjour, dann sage ich Hello oder Herz. Aber das ist dann schon das Geilste, die Pilger werden davor gewarnt, dass in 50 Meter wieder Autos fahren. Achtung Autos! So, hier gibt es die Auswahl, rechts oder links rum. Also das ist rechts, das ist der Nicht-Knochenbrecherweg und ich nehme für euch mal dieses Mal den Weg, wo man sich die Knochen brechen kann, sagt man so. Also bitte, nehmt den hier, die Strecke ist gleich lang laut GPS. Also von dem her, ich werde mal bei diesem Wetter diesen hier nehmen. So, ich halte es mal ganz bewusst die Kamera exakt parallel zu meinem Gesicht und das ist der Weg. Also er ist schon sehr, sehr steil. Laut GPS geht er bis zu 28 bis 40 Grad, aber um die 20 Grad hat man locker. Und sie sind absolut steinig. Ich habe jetzt gerade eine Zeitraffer für euch gemacht. Jetzt geht es ein bisschen gerade und dann geht es nochmal richtig steil. Da werde ich sie nochmal rausholen. Ist es der Knochenbrecherweg ein Knochenbrecherweg? Ja, wenn es nass ist. Ganz klares Thema. Für alle, die unerfahren sind, das erste Mal laufen und noch nicht das Gefühl für den Körper haben. Also wenn sie jetzt anfangen, die Pyrenäen das erste Mal zu übersteigen, die werden den Abstieg absolut überschätzen. Unterschätzen, nicht überschätzen. Weil das Problem ist, man muss sehr langsam runtergehen. Und das hat man am Anfang nicht das Gefühl. Und das Knie kommt erst am Abend. Das ist fies. Das ist ein Knie. Ist nicht so, dass es da ist. In dem Moment, wenn die Belastung da ist, ich werde es heute Abend auch spüren. Aber ganz anders, weil ich anders damit umgehe. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt euch die ersten 10 Tage des Jakobswegs mit diesem Weg hier versauen. Allgemein beim Abstieg. Das heißt immer die goldene Regel, lauft den Berg so schnell runter, wie ihr ihn hochlaufen würdet. Ja? Ist so. Jetzt kommt eine schöne, gerade, flache Strecke. Sehr schön. Ah, da kann man die Beine richtig schön aushängeln.
weil die Muskeln überzeugen bei mir ein bisschen. So, wie gesagt, für Anfänger, wobei drüben muss man auch runter, es ist nur länger rausgestreckt und die Übersäuerung kommt so oder so, also okay, reden wir mal offen drüber, was ist es? Bänder, Muskelkater und es ist dann logischerweise die Übersäuerung. Das sind so die Themen. Und denkt dran, ihr lauft jeden Tag einen Halbmarathon, ihr könnt auch Magnesium fressen. Entschuldigung, zu euch nehmen aus einem pharmazeutischen Unternehmen. Was haben wir denn hier? Mitten im Wald. Schon wieder Pferdeglocken. Von Kühen. Also quasi die Kühe tragen hier Pferdeglocken. Schaut mal. Moment. Angst. Abhauen. Hier steht ein Pferd auf dem Berg. Eins, viele. Oh mein Gott. Was mache ich mit dir? Ihr steht mir im Weg. Könnt ihr mal auf Seite gehen? Nein? Kein Interesse, gut. Und du? Das ist ein Wanderweg. Hier laufen Pilger entlang. Und du? Auch, oder was? Bist du Pilgerpferd, oder? Bist du Pilgerpferd? Habe ich dich gefragt? Nein? Okay, alles klar. Auch geil, dass man sich nicht verläuft hier. Ein Pfeil, zwei Pfeil, dann da hinten waren noch Pfeile. Also wirklich Pfeile. Pfeil. Hier noch ein Pfeil. Nicht verlaufen, bitte. Nur damit nicht nochmal ein falscher Eindruck entsteht. Das ist die Geschwindigkeit, die ich laufe. Weil in Speedy sieht es aus, wenn ich den Berg runter renne. Nein. Ich laufe ganz gemach und mit viel Gefühl in den Beinen den Berg runter. Hier wird es auch ein bisschen steiler. Ja, denn ich hab Zeit. Und da ist es auch schon. Hornschlossweide ist von der anderen Seite dahin. Folge dem Weg 100 Meter. So, falls jemand das kennen sollte, das ist der Hintereingang von der Alberge in Ronchos-Valles. Yes, dahin kann man dann die Wäsche aufhängen, da unten ist die Waschmaschine. Hier ist der Hintereingang, ich muss jetzt zum Voreingang, aber ich mache das Video schnell hier, weil dann habe ich niemand anders auf dem Weg. Übrigens, man sieht noch, wird immer noch betrieben von Niederländern. Die Zusammenfassung von der Permienübersteigung. Ja. Ich habe es ja schon öfters gemacht. Wenn ihr blutige Anfänger seid, ganz klar gibt es nur eine Möglichkeit. Zwei Etappen. Ich habe selbst jetzt noch einen Krampf in der rechten Wade. Das heißt, auch mich hat es leicht erwischt. Ich spüre es auch recht gut in den Beinen. Und es ist ungefähr das Niveau von 36 Kilometer eben laufen. Wenn ihr 36 Kilometer eben laufen könnt, werdet ihr es schaffen in guter Zeit. Die Frage ist immer, was wollt ihr? Okay, ganz einfach. Jetzt ist genau 14 Uhr. Ich bin um 6 Uhr heute Morgen losgelaufen, habe eine halbe Stunde Pause gemacht. Das heißt, ich habe gebraucht 7,5 Stunden. Ich weiß, ihr könnt jetzt wieder reinschreiben, ich bin ein Wandertier. Inzwischen ist es halt so, mein Gott. Aber wenn ich die anderen anschaue, die heute angefangen habe, die ich beobachtet habe, die werden hier nicht vor 15, 16 Uhr eintreffen.
Die sind zumindest mal um 6 Uhr losgelaufen. Das ist ja schon mal etwas. Also das Mindeste ist um 6 Uhr oder 5 Uhr loslaufen. Weil ich kann mich noch an einen Pilger erinnern auf der letzten Reise. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber er ist quasi von Bayern rübergefahren, hat dann im Pilgerbüro seinen Stempel um 9 Uhr geholt und ist dann wirklich tatsächlich hier um 9 Uhr oder 10 Uhr abends aufgetaucht. Das sind die restriktiv hier. Das heißt, die Herberge war voll und er musste noch mal 5 Kilometer laufen. Das ist dann schon sehr happig. Wenn ihr wirklich nicht fit seid, ich habe es jetzt gemacht, um einfach mal zu testen, ohne Rucksack. Mit Rucksack wäre machbar gewesen, weil ich kann euch sagen, was der wichtigste Punkt ist auf der Reise. Ihr müsst an einem ganz bestimmten Punkt, 2 Punkte aufpassen. Das ist einmal bis Orison hochlaufen. Das ist so dermaßen steil. Da müsst ihr so dermaßen langsam laufen. Und wenn ihr das erste Mal lauft, werdet ihr da keine Rücksicht nehmen. Ihr meint, das ist doch irgendwie machbar. Wenn ihr in Orison platt seid, dann ist die Rest der Reise ein Horror. Für mich war es so, ich habe ja das Gefühl für meinen Körper, ich weiß jetzt, wie schnell ich laufen darf und bin dann nach Orison mit der normalen Geschwindigkeit und habe schön gefrühstückt. Dann war es quasi für mich wie Tagesanfang. Und dann hier hinten raus, jetzt der Abstieg, der ist an sich nicht so schwer. Aber wenn ich das erste Mal laufe, ist es auch wieder das Thema, ihr habt das Gefühl nicht, wie weit ihr mit euren Knien gehen könnt. Ich habe auch Knieprobleme gehabt in der Schweiz. Ja, da muss man das Gefühl entwickeln, ganz einfach, was ist machbar und was ist nicht. Und glaubt mir, ich laufe langsamer, als ihr denkt. Es ist nur so, dass ich laufe. Und die anderen laufen Pause, laufen Pause, laufen Pause und ich laufe. Und das führt zum Wandertier. Mein Gott, ist halt so. Also, die Übersteigung wäre in einem Tag machbar. Tipp von mir, tut euer Gepäck aufgeben. Seid nicht zu eitel. Gebt das Gepäck auf und startet um 6 Uhr. Dann seid ihr, wenn ihr gut seid, um 3, 4 hier. Und wenn die Alberge reserviert ist, ist es kein Problem. Aber hier in Ronchos-Valdez kann man wirklich jetzt in Covid habe ich es reserviert. Aber man kann hier auch reinlaufen und man kriegt nichts. Kann passieren. Schauen wir mal. 14 Uhr. Und theoretisch müssten jetzt hier einige Pilger rumsitzen. Liegen. Stehen. Die Tür ist auf, man kann sich was zum Trinken holen. Okay, das mache ich jetzt auch. Mahlzeit. Falls ihr Ronchos-Valdez noch nicht kennt, das ist quasi so, dass hier ein Riesenflur ist. Ja, und in den Buchten hier drin hat es quasi 4 Stockbetten. Und es ist so, dass ich jetzt unten bin und wahrscheinlich der nächste darf hier nur noch rechts oben. Und das war's dann. Nur noch die Hälfte der Kapazität. Er hat auch empfohlen, vorzureservieren, weil nicht alle Herbergen offen haben. Also gucken wir mal einfach mal, wie sich das in Spanien entwickelt. Aber der von der Pilgerbüro hat gemeint, man kann auch blind loslaufen. Also es ist nicht wie in Frankreich. Also, übrigens auch die tägliche Zusammenfassung. Habe ich ganz vergessen. Habt ihr sie gesehen? Okay, notfalls Pause drücken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ronchos-Valdez. Ich mache mich jetzt hier bettfein. Nein, alles gut. Ich bin fit, wie es auch. Wo sind die nächsten Pyrenäen? Ich will gleich weiterlaufen. Ah, noch kurz 3 Infos. Die, wo mit mir um 6 Uhr losgelaufen sind, sind gerade reingelaufen. Es ist 3:15. Also haben sie gebraucht 9,15 Stunden und ich schätze mal, davon ist eine gute Dreiviertelstunde Mittagspause. Also 8,5 Stunden kann man schon rechnen und die sind heute gestartet. Also bitte rechnet mit der Zeit zwischen jugendlich, das war jetzt gut jugendlich, ich würde sagen knapp 30 oder ein bisschen über 30, nee, knapp 30, ist es schon 8,5 Stunden. Und wenn man drüber ist, so wie ich ein Kandidat, dann rechnet bitte bis zu 10 Stunden, bis ihr darüber seid. Ich bin gespannt, wann Erik kommt. Übrigens wollte ich noch sagen, Erik hat angekündigt, er wollte um 18 Uhr noch schnell dann ein kleines Konzert uns noch geben in der Kathedrale, weil das wollte, dass ich das filme, weil das natürlich sein Abschlusskonzert ist. Jetzt haben wir mal ausgemacht 18 Uhr, jetzt weiß ich bloß nicht, wann Gottesdienst ist.
warten wir einfach mal ab. Ich hoffe, dass es nicht reinstört. Und was ich jetzt noch sagen wollte, Ronchos Valles, sehr gepflegt, sehr gepflegt. Also es ist zwar eine Massenabfertigung, aber das ist keine Bruchbude, wie ich jetzt schon oft in Frankreich erlebt habe, sondern die nehmen alles und reparieren alles und alles ist top gepflegt. Super. Ich finde es absolut toll. Und der nächste Punkt, was ich jetzt sagen wollte, Nummer 3, ach, der Preis. Dass ihr wisst, was es kostet. 14 Euro kostet die Übernachtung gerade aktuell hier in Ronchos Valles in der Herberge. Ich habe bezahlt 28 mit Essen und Frühstück. Kann man machen. Also eigentlich ganz fair die Preise und ich werde die Preise natürlich euch ein bisschen mitteilen, dass ihr wisst, was Sache ist. Übrigens hier steht Bonvenidas. Jetzt habe ich das Problem, ich habe noch kein Internet. Das könnte auch noch zum Problem heute werden, weil es gibt hier kein Internet, geil. Bonvenidas. Also, das wünsche ich euch. Das ist irgendwas Bonvenidas. Keine Ahnung. Macht was draus.